Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Endoskop-Kameras-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Endoskop-Kameras-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die DepStack Endoscope. Die EndoscopeCam WP050 von DepStack unterstützt die Android- und iOS-Systeme. Die WLAN-Übertragungsreichweite beträgt 10 Meter. Mit dieser elektronischen Endoskopkamera sind Bilder- und Videoaufnahmen möglich. Sie können die folgenden 3-Pixel-Auflösungen festlegen: 2592x1944, 1920x1080 und 1600x1200 Pixel. Die Brennweite der Linse ist zwischen 7 und auch 40 cm. Die halbstarre Schnur ist 5 Meter lang. Ein Spiegel, der im Verteilungsbereich enthalten ist, sollte helfen, einen guten Blick auf alle Seiten der zu analysierenden Zahnhöhle zu haben. Der mitgelieferte Magnet oder der Haken, der für das Abrufen eines Schuppengegenstandes oder zum Löschen von Grundverstopfungen geeignet ist. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Cryogo Endoskop-Kamera. Der halbstarre Draht der Cryogo 1200p Endoskop-Cam ist 10 Meter lang. Das Betriebsdisplay verfügt über ein Display, das Informationen über den Kostenzustand der Batterie liefert. Ähnlich wie beim Ansehen von Tagesfotos auf Ihrem Smartphone können Sie sich auf die Kamera konzentrieren oder sie ausschalten. Die Auflösungen der Videokamera sind 1600x1200, 1280x720 und 640x480 Pixel. Um scharfe Fotos zu erhalten, empfiehlt der Lieferant, die Fokusserie von 4 bis 12 cm beizubehalten. Es gibt 8 Beleuchtungssteuerungseinstellungen. Auf Platz 3 haben wir die Rodec digitale Inspektionskamera. Die elektronische Endoskop-Cam von Rodec bietet einen Nockensensor mit 3 Megapixeln und einer Auflösung von 2048x1536 Pixeln für Bilder sowie 1920x1080 Pixel für Videoclip-Aufnahmen. Der halbstarre Draht ist 5 Meter lang. Der Durchmesser der Metallsonde beträgt 5,5 mm und das Gadget hat einen Betrachtungswinkel von 70 Ebenen. Es gibt 6 Alternativen für die LED-Leuchten. Dank des ergonomisch geformten Managements verspricht der Lieferant ein komfortables Vorgehen. Nach der Verwendung können Sie das Rohr für viel einfacheren Stauraum entfernen. Der Micro-SD-Kartensteckplatz wird verwendet, um die Aufnahmen auf einer unabhängig erworbenen SD-Karte zu konservieren. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Iliome Endoskop-Kamera. Die Iliome HDIP68 Endoskop-Videokamera arbeitet drahtlos über ein intelligentes Gerät oder Apple iPhone. Für die Inbetriebnahme ist eine entsprechende Anwendung erforderlich, die zum Download zur Verfügung steht. Das Gerät verfügt über ein halbstarres Kabel mit einer Länge von 10 Metern. Die Videokamera muss auf dem Stand der Technik sein und 3 Auflösungen haben: 640x480, 1280x720 und auch 1600x1200 Pixel. Es gibt 8 Beleuchtungseinstellungen für dieses Design. Das Endoskop ergibt einen Sichtwinkel von 70 Grad. Der Durchmesser des Nockenkopfes beträgt 8 mm. Die Immobilie der Kamera hat Sicherheitskurs IP68 sowie ist nach der Produktbeschreibung vollständig wasserdicht. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Anislink Endoskop-Kamera. Die Endoskop-Elektronik-Kamera DGNKJ2 der EUSB von Anislink hat einen Videokamerakopf mit einem Durchmesser von 5,5 mm und einer Auflösung von 640x480 Pixeln. Der Beobachtungswinkel beträgt 60 Grad. Der Schwerpunktbereich beträgt 3 bis 8 cm. Um verschwommene Bilder fernzuhalten, empfiehlt der Produzent den Fokus auf den besten Bereich von 1 bis 1,5 cm und passt auch die Helligkeit an. Sie können die letzte in 6 Stufen einstellen, um das Objekt auf dem Bildschirm Ihres Mobiltelefons oder Tablet-Computers sichtbar zu machen. Das Tool funktioniert mit Windows und Android, unterstützt aber keinen Mac, Apple iPhone oder iPad. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.